Hallo Neustadt! Hallo! Ja! Für viele ist er die Ikone aus der Kindheit. Otto. Mit seinen Witzen begeistert er nicht nur die ältere Generation, auch bei den Kleinsten ist er bekannt. Logisch, dass bei der Kinopremiere von seinem neuen Film Catweasel von gefühlt 0 bis 100 alle dabei sind. Und das Spektakel ist nach kurzer Zeit auch ratzfatz ausverkauft. An, aus, an, aus. Jeder weiß, wie Otto abgeht, wenn er seine Fans sieht und wie die Fans abgehen. Und wir hatten gestern schon eine Veranstaltung in Mannheim und es läuft großartig. Er ist einfach ein Liebling für die ganzen Leute und zieht auch wirklich eigentlich alles an. Also von jung bis alt, selbst die Kinder kennen ihn ja eigentlich gar nicht aus den alten Filmen, aber es ist großartig. Auch der Oberbürgermeister ist bekennender Otto-Fan, weshalb ein Eintrag ins Goldene Buch unabdingbar ist. Also für mich persönlich, wenn ich mal damit beginne, ist es sehr aufregend. Einer der Helden meiner Kindheit, die Schallplatten seiner Bühnenprogramme, die fanden sich alle bei mir. Und die Texte kann ich teilweise noch auswendig mitsprechen. Doch jetzt mal endlich zum Film selbst. In Catweasel entdeckt der 12-jährige Benny in seinem Keller einen kauzigen Magier, der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert hat. Catweasel. Was suchst du hier? Anavandu. Ich hab diese Figur gesehen in den 70er Jahren. Da gab es eine Serie, kommt aus England. Und da war ich, glaube ich, 9 oder 11 Jahre alt und habe ich gedacht, da habe ich nie damit gerechnet, jeweils in diese Rolle schlüpfen zu können. Und dann plötzlich kommt der Regisseur ein halbes Jahrhundert später auf mich zu und sagt, schaut mir, zeigt mir ein Bild von Catweasel in der Badewanne. Und sagt, schau mal, wie sieht denn der aus? Der sieht ja aus wie ich. Für Otto war die Rolle als Catweasel übrigens was ganz Besonderes. Finde ich sehr ungewöhnlich für mich. Normalerweise bin ich dran, Otto, Holiday, und plötzlich muss ich eine Rolle spielen. Das ist neu für mich. Ja, es gibt plötzlich so Stellen, wo du plötzlich ernsthaft sein musst und auch die Botschaft des Films vermitteln musst, dass Freundschaft, wie wichtig das ist. Wenn die Freundschaft Band aus seinem Leben entfernt, aus seinem Leben auch die Sonne und solche Sätze, was habe ich noch nie gesagt. Wahre Freunde stellen sich dir niemals in den Weg. Und so, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für eine Rolle? Aber ich habe es gemacht. Otto, eine Frage haben wir dann doch noch. Wir sind jetzt heute in Neustadt. Gestern warst du in Mannheim. Weißt du irgendwas von unserer Region? Ist dir irgendwas hängen geblieben? Neben vielleicht der Pfälzer Weinschorle? Irgendwas Tolles? Na, ich war ja in Neustadt und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich möchte jetzt nicht erzählen, wie der Abend verlaufen ist. Es war sehr aufregend. Es gab tolle Getränke und auch hiesige Getränke und heurige Getränke und so. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen davon, aber es hat mir sehr gut gefallen. Und ich werde immer wieder zurückkommen. Ich bin auch nicht das erste Mal da gewesen. Ich komme immer gern zurück. Na dann, bis zum nächsten Mal, lieber Otto.